Da wir bei Videokonferenzen immer öfter das Problem haben, dass das Mikro oder der Lautsprecher nicht geht, kann ich einmal hier unten sehen, aha, mein Mikro ist da. Und hier sehe ich, dass mein Lautsprecher auch angeschaltet ist. Habe ich immer noch keinen Ton oder kein Mikro, gehe ich auf Einstellungen, gehe hier auf System, auf Sound, kann hier sehen, welches aktiviert ist, ob mein Headset oder mein Computer. Habe hier noch die Audiogeräte, wo ich sehen kann, ich kann sie testen, kann auch hier das Mikro, kann ich nur deaktivieren, im Falle es oder aktivieren. Dann könnt ihr hier auch die Problembehandlung laufen lassen. Das Mikro funktioniert, ihr seht es schlecht aus, könnt auch hier die Problembehandlung nochmal durchlaufen lassen, falls dieses nicht sein sollte. Hab hier nochmal die Apps, die jetzt gerade alle drauf zugreifen. Wie ihr seht, auch GoToMeeting greift gerade zu. Habe ich dies nun alles getestet, kann ich auch nochmal den Sprachrekorder nutzen und kann sagen, jetzt teste ich doch einfach mal eine Aufnahme. Okay, es zeichnet auf. Somit kann ich nun in meine GoToMeeting-Konferenz gehen, gehe hier nochmal auf Einstellungen und schaue hier auch, ob ich hier mein Headset oder mein Computer-Mikrofon drin habe und wähle dementsprechend aus. Nun sollte eigentlich alles funktionieren.